und zwar Rotlichtmassaker 1 und 2. Wenn dir der Content gefällt, du willst mehr von diesen Reaction-Szenen, hau gerne mir ein Abo rein, lass dem Video ein Like da, es würde mir echt helfen. Glocke, Abo, Like, ihr wisst den Drill. Joint den Discord-Server und diskutiert mit mir, beziehungsweise quatscht mal mit mir. Hängt auf dem Twitch-Stream ab, unten in der Description ist die Twitch-Stream-Beschreibung. Würde mich wirklich freuen und ich bin wirklich gespannt. Ja, ihr habt gesagt, das ist ein Hype-Beast und wir wollen mal gucken, was das Ganze kann. Ich bin gespannt, Leute. Abfahrt. Oh, ich bin gerade die Treppen hochgerannt, ey. Oh, shit. Ey, wenn Großstadtbullenwagen durch Hochhausschluchten jagen, okay. Nach Wut entbrannten Jugendbande mit... Boah, mir gefällt der Beat, der ist so krass brutal. Oh. Und ganz ehrlich, hier ZHT3, ich bin gespannt, was mich da erwarten wird. Auf jeden Fall, bis jetzt ist es schon mal ziemlich nice. Von Lagen tönt Migräne erzeugend, Sirenengeheul. Schießt sie die Kapuze ins Gesicht und gehen gebeugt durch den Regen. Ey, der Überboss, der an Junkies Teile tickt, hat Koka, das strahlend weiß ist wie ein Atlantikreiseschiff. Ich schlag die Gun in dein Gesicht. Der Notarzt kommt und du kriegst Reanimationen wie ein Bambi-Zeichen trägt. Kiss das Gute weg. What? Reanimationen wie ein Bambi-Zeichen? Zeichentrick, ist es dein Ernst? Alter, der Beat ist richtig satt, der ist richtig gut. Der Notarzt kommt und du kriegst Reanimationen wie ein Bambi-Zeichentrick. Ist das Chroniker Mac, Westside Web? Meine Leute verdienen eine Red Light Cash. Während du dich mit deiner Bande versammelst, hört ihr euch alle mal zusammen an den Crack Pipes. Hey Leute, ist es ein Glocken-Sample? Ich stoppe deiner Gegenwärte rumstuffiert. Werde rumkuschiert, komm mit drei Jungs zu dir. Komme ohne einen triftigen Grund zu dir. Mutterficker, deine Mutter weggepumpt zu viel. Ich stoppe deiner Crip auf, hol die Clips raus. Fülle deiner Mutter deinen Mund mit Dicke auf. Backpacker, sage nicht, okay. Ich verderbe ne ganze Generation an Kids. Doch ich gebe keinen Fick drauf, yeah. Der Lütte, das hier ist Boss Rap. K.O. Doppel, denn ich schicke ihn nach Lordcrack. Komm in deine Gegend, in der Limousine, pulle. Ich muss mal ganz kurz zurück. Das Ding ist ja, ihr habt ja gesagt, ich soll mir die auf jeden Fall reinziehen, weil da San Diego drauf ist. Und ich bin jetzt super gespannt, in welche Richtung es geht. Also anscheinend noch Pre-Beef Area, so. Gesicht und gehen gebeugt durch den Regen. Ey, der Überboss, der an Junkies Teile tickt, hat Koka, das strahlend weiß ist wie ein Atlantikreiseschiff. Ich schlag die Gun in dein Gesicht. Der Notarzt kommt und du kriegst Reanimationen wie ein Bambi-Zeichentrick. Ist das Kollege Mac, Westside Web? Meine Leute verdienen im Red Light Cash. Während du dich mit deiner Bande versammelst, hört ihr euch alle mal zusammen an den Crack Pipes. Selbst ich stoppe deiner Gegenwärte rumstuffiert. Werde rumkutschiert, komm mit drei Jungs zu dir. Komme ohne einen triftigen Grund zu dir. Mutterficker, deine Mutter wird gepumpt zu viel. Ich stoppe deiner Crip auf. Hol die Clips raus, fülle deiner Mutter deinen Mund mit Dicke auf. Backpacker, sag er nicht, verderbe eine ganze Generation an Kids, doch ich gebe keinen Fick drauf. Hey, das ist bis jetzt, ehrlich gesagt, so krass irgendwie unique, finde ich. Also der Beat, das eine, aber auch der Flow, ne? Und es ist irgendwie eine komplett andere Kollege-Ära. Der Lütte, das hier ist Boss Rap. K.O. Doppel, denn ich schicke nach Lordcrack. Komm in deine Gegend, in der Limousine, pulle meine Gun und baller dir vor deiner Crew den Kopf. Ey, das ist Rotlichtmassaker, wir schießen Nutten weg vom Straßenrand. Gangster von der Westside. Und wir geben kein Fick auf das Blaulicht, fangen noch Polizeibeamte an. Ich pulle meine Tag, hey. Oh. Holy shit, San Diego, ey. Was geht? Oh shit, ey, ganz ehrlich, ich habe gewartet, was jetzt kommen mag, aber das hat mich schon abgeholt. Die Hook ist geil. Ich weiß nicht, er kann Hooks schreiben, oder? Wir schießen Noten weg vom Straßenrand. Gangster von der Westside. Hey. Und wir geben kein Fick auf das Blaulicht, fangen noch Polizeibeamte an. Ich pulle meine Tag. Hey, hey, komm mal deine Gegner, sie pullen meine Gegner. Oh. Da hinten, hört ihr das? Hört ihr es im Hintergrund, das Layering oder so? Wenn er. Oh. Alter, bitte gib mir Double Time. Bitte gib mir Double Time. Der Beat ist schon zu schnell, ne? Der so. Durr. Ich brauche jetzt ein Double Time. Bitte. Sie sind in der. Okay. Eins habe ich verstanden, wenn Sunny einen eigenen Part bekommt, bitte lass mich jetzt nicht down. Also das Ding ist, es kann jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Ja, es könnte jetzt so hingehen, dass Sunny einfach rappt und dann wieder die Hook und dann Kollege wieder dazukommt. So. Aber was ich jetzt gerne sehen würde, ist,
ich habe das Layering gehört in der Hook, oder ne, da hat er doch schon Double Time, jetzt komm, pack aus, Mann. Er ruht über Nacht, im Parkhaus knacken Cabrios, sind unüberdacht, aber krass auch, sorry, ich will nicht den Chay Chiggy Move bringen, ja, Grüße gehen raus, aber wie krass anders er sich da anhört, ne, er hört sich noch so jung an. Hey! Sie sind in der Hood über Nacht. Im Parkhaus knacken Cabrios, sind unüberdacht, aber Funk überwacht. Gangs im Fadenkreuz von der Zivilpolizei. Sind Schießereien bei Nebelkugeln, fliegen ziellos vorbei. Gestrecktes Koks in unnormaler Verwertung. Nach Alpha-Gene die totale Zerberstung. Wie die globale Erwärmung, schlag dir die Gun in dein Maul. Und es ist mit Regenerationen beschäftigt. Wie ein Bambi-Stammbaum. Was hat euch Bambi getan, Mann? Ohne Witz. Kolle und Sunny über Bambi. Regenerationen beschäftigt, wie ein Bambi-Stammbaum. Bitch, King im Rap-Game, Triple F-Base. Komm an deine Puffer, aber fick ein Flat-Rate. Chill in meiner Limousine, mit der Billet im Bikini, Maros, aber Bob und einem Crystal Champagne. Ich nehme deine Seele wie der Exorcist, weil du mit Catwalk schickst und Red Sex vorgibst. Das ist genau das, was ich jetzt gewollt hab. Danke. Ich find's geil. Komm an deine Puffer, aber fick ein Flatrate. Chill in meiner Limousine, mit der Billet im Bikini, Maros, aber Bob und einem Crystal Champagne. Ich nehme deine Seele wie der Exorcist, weil du mit Catwalk schickst und Red Sex vorgibst. Mutterficker, du bist aber lange noch kein Gigolo, nur weil du dich mit dem Boss von einem Escort triffst. Und ich rolle mit dem Impala vor deiner Villa, ficke deine Mutter mit dem Polypenis ohne Kondom. Mutterficker, die Futter und ich demoliere deiner Debüde, Vater, noch weil ich überrolle deine Passwort. Bitch, ich bin am Mac, jetzt pay time. Gib mir dein Geld oder ich box dein Face ein. Du bist eine Missgeburt, ich kille deine Pussy, Motherfucker, mit der Uzi-Puppe, aber deine Stuhl ist auf Take 3. Ich kann da nicht nur, ich muss da lachen, ne? Das ist jetzt nicht doof gemeint, aber es ist so gut, ne? Es ist so gut, what? Und man, Alter, ich kenne ja noch schon so die ein oder anderen Tracks von Sunny, in denen er wirklich einen Double Time gibt, so, und einfach so Kickdown macht. Ey, ich finde, er hört sich so jung an, ne? Aber da merkst du eigentlich schon, was das für ein Biest ist. Ich mit Thomas von der Mesco triffst und ich rolle mit dem Impala vor deiner Villa, ficke deine Mutter mit dem Polypenis ohne Kondom, Mutter, ficke die Futter und ich demoliere deiner Debüde, Vater, noch weil ich überrolle deine Drecksfort. Bitch, ich bin am Mac, jetzt pay time. Gib mir dein Geld oder ich box dein Face ein. Du bist eine Missgeburt, ich kille deine Pussy, Motherfucker, mit der Uzi-Puppe, aber deine Stuhl hältst auf Take 3. Ey, das ist wirklich Massaker, wir schießen Noten weg vom Straßenrand. Gangster von der Westside. Und wir geben kein Pick auf das Blaulicht, warnen noch Polizeibeamte an. Ich hole meine Tag, hey. Okay, Leute, das Problem ist, wir haben jetzt hier noch ein bisschen. Wir haben 2,50 und das Ding hat 4,48. Okay. Bauen wir? Oder was wird kommen? So, das Ding ist, ich habe ein bisschen Angst, weil ich das so oft in den Comments lese. Das Ding ist ja, wenn ihr mir super häufig in die Comments schreibt, jo, Andi, du musst, das muss, und 30 gefühlt 12 Zillionen schreiben mir, ey, das ist ein Banger, hau rein, mach das als Reaction. Dann denke ich mir, okay, wenn das bis hierhin jetzt schon so war, hat es sich schon rentiert und ich weiß schon, was ihr meint. Sunny ist auf jeden Fall krass am Start. So, Kollege hat am Anfang den Part gehabt, ist definitiv nice. So, aber wir haben ja jetzt noch so ein langes Stück von diesem Monster hier. Holen wir jetzt so den Dragon Slayer raus und machen hier einmal Kaching oder ist es jetzt eher so Cruise Mode? Ich gebe deiner Mutter einen Deep Throw. Von aller die Küste gebe Gas im Speedboat. Kid, ich habe silberne Beziehung, oh. Gold in der Kette, übergeile Doppel-D, Bitches und viel Go-Post. Yes. Ich bin ein Spiller, Boss auf Beats Float. Ich in deiner Ecke, yes. Fertige Dollar, die G-Stone. Zu dir den Blatt, dann nehme. Oh, holy shit, genau, das ist mein Kollege, Bro. Das ist mein Kollege. Ich weiß ganz genau, das ist der Stil von Kolle, den ich so abfeier. So, mit dieser Attitüde, whatever, let's go, anschnallen so, buckle up, ja. Einmal hier. Sie, ich gebe deiner Mutter einen Deep Throw. Von aller die Küste gebe Gas im Speedboat. Kid, ich habe silberne Beziehung, das ist Gold in der Kette, übergeile Doppel-D, Bitches und viel Go-Post. Sieben Nets, wenn der Boss auf Beats float. Ich in deiner Ecke, vertige Dollar, die G-Stone. Zu dir den Blatt, dann nehme deine tiefe Zug und schicke deiner Mama Geld für den G, verdienen in Peep-Shows. Immer noch King of Cocaine, er bestimmt die Preislage im Dope-Game. Alle diese Rapper kommen an und wollen deine Feature. Aber der Boss sagt, no way, Bitch, ich komm mit deiner Gang voller Killer. Sie wie die Felgen am Range, aber schimmer nicht, verticke deine Family Weed, dann legge die Enemies und fahr dann nach Hause, erzähle mein Geld in der Villa, Mutter, ficke der Boss. Yeah, schon wieder der Latin Lover, ich pappe die Havana, gebe Gas.
Straßen, Bugatti, Veyron. Bringe meine Tachonade weiter bei denen mit Tony Bull in den Staub, so wie Teppichklopfer. Komm mit Cash im Kopf, dann geh da weg, du Opfer. Zieh mir mit der Garde, kille Wasser von der Hero, die Lobanne, gib mir deiner Mutter 80 Milligramm Heroin. Sie drückt wie bei Zigarettenstopfern. Diego, der Mac, Woodstar Rap. Baller deine Kopf und deine Schultern weg. Komm mir die Hut aus deiner Worte, will ne Mutterficker. Ich zeige die Arme wie ein Unterhemd. Denn im Ghetto beliebt, ne kurze Nummer wie ne Affäre mit Jackie O'Neal. Ich kill wanna be some baggy pen jeans. Ich ficke Jessica Peel. In meiner Wohnung bist du Epilepsie, yeah. Alles Mutterficker, der Boss. Ey, das ist wirklich Massaker, wir schießen Noten weg vom Straßenrand. Gangster von der Westside. Wir geben kein Fick auf das Blaulicht, fahren noch Polizeibeamte an. Ich tue meine Techno. Hey, komm mit deiner Gang, deiner Musik, meine Gang, meine Gang, deiner Crew, die Crew. Hey, Techno, alles tot im Red Light. Nice. Ey. Richtig, richtig gut, Leute. Puh. Oh, was für ein Beat. Was für ein Beat, Mann. Oh, krass, ey. Leute, Props gehen raus an denjenigen, der den Beat gebaut hat. Ohne Witz, es ist ein richtiger Banger, oder? Was ist denn das, Leute? Was ist denn das? Ist doch nicht mehr feierlich. Holy shit. Okay, das war Rotlicht-Massaker Numero Uno. Und Numero Dos wollen wir gleich direkt hinterher schieben. Ich bin noch fresh. Ich habe jetzt Part 1 gehört. Ich bin so gespannt auf Part 2. Ist es ähnlich oder so? Ich muss sagen, die Parts von Sunny, da sind schon richtig, richtig krass. Wie gesagt, man merkt schon, was das für ein Powerhouse ist. Und der hört sich noch als so jung an. Und ich dachte mir so, what? Auf jeden Fall ein krasses Ding so. Und ich bin gespannt. Part 2. Rotlichtmassaker 2, Kollega und San Diego. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Private Jets. Milliardenchecks. Von Bossaura umgeben wie Triadenchefs. Jahre weg, reunited, die Stars sind back. Wenn beim Gipfel trifft, das Eis bricht, Titanic Crash. Drop top vor der Villa, Empire Level Boss Mount Rockefeller. Cops über Block, Helikopter, Propeller. Started from the bottom to the top, Cinderella. Ey, doppelter Hype, Hollywood reif. Erst wird die Beute gekrallt, dann verschwinden die Zeugen im Wald. Oh, es geht schon nach vorne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut hier, der Track. Auch schön, mal ein Musikvideo, wie gesagt, dazu zu sehen. Man hat schon so die Anleihen von Part 1 drin, auf jeden Fall. Let's go, ich bin gespannt, Mann. Crash. Drop top vor der Villa, Empire Level Boss Mount Rockefeller. Cops über Block, Helikopter, Propeller. Started from the bottom to the top, Cinderella. Ey, doppelter Hype, Hollywood reif. Nice. Erst wird die Beute gekrallt, dann verschwinden die Zeugen im Wald. Millionen Crew wie das goldene Kalb. Kommando verteile bei den Bankraub, Schüssel, Dark Down, gib bitte mit Anlauftritte. Bombe da den Safe aus der Wand raus, gib besser den Kampf auf, Lutte mit der Gunlauf splitte. Dass ich deine Mutter in ihr Schandmaul ficke, liegt in der Natur wie meine Landhaussitze. Motherfucker Boss, aber zwei wird big wie die Schlampe dichtet an der Stammbaumliste. Kollege LG, live liegt nachts. Pull das Magazin aus dem Schreibtischfach. Bulle regelt wieder mal die Crime-Szenen ab. Spread der Kugel in der Street wie ein Ice-Cream-Truck. Wer tritt mein Erbe an? Das Game ist sterbenskrank. Über Alpha-Saga wie mein Werdegang. Okay. Wait, what? Bro. Das ist ja mal komplett, also, ja, ich würde nicht sagen komplett anders, weil, ne, das ist so, also es erinnert schon an den ersten Teil. Aber das Ding ist, ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass ich San Diego so singen höre mit Pitch Correcting, hat mir gesagt, ne? Autotune. Krank, über Alpha Saga wie mein Pferdegang. Gangster von der Westside. Kingdom gib ihm Snitch, die Snitches get Stitches. Slow death has life. Bitch, ich fick dich, rip dich, business like business. Ah, ja, hier, okay. Da kennt man es so, denn das Theme aus dem ersten Teil, auch in der Hook. Ah, ich weiß nicht, ne, das ist so krass. Ich finde, San Diego ist mega talentiert. Ich finde, der kann singen, wollte ich sagen, der kann rappen, der kann, ist schon krass, ne. Ich bin jedes Mal so erstaunt, dass man so talentiert sein kann, ohne Witz. Also ich habe jetzt seit 3 Wochen mache ich so einen kleinen Deutschrap-Deep-Dive und ihr wisst ja, mein Deutschrap-Abitur so mindestens im Jahr. Aber das ist schon krass, wenn man sich dann so anhört, so wie der abgehen kann, ne?
Show. Ja. Here we go. Okay, let's go. Gun unter dem YSL Designer Shirt. Wir gehen auf deinen Rücken drauf wie ein Timer, Sir. Alle sagen, ich hätte mein Hype zerstört. Sunny eingefragter Mann, nicht nur beim Polizeiverhör. Nummer 1 Street Gang, kein Beef. Aber Libo Family könnte dein Livestream sprengen. Bleib weg, wenn Salasado hineinzieht. Hast du dir ne Bullet eingefangen wie ne Highspeed Cam? Kurz im Transport Cruiser. Low-Key wie Thor's Bruder. Drecksbulle machen mir Filme mit Drohnen wie George Lucas. Gangboss im Nightlife. Alpha BBM ist wie die Taskforce, ne Einheit. Bang aus dem Phantom Rise. Tech Shots bei Drive-Bys. Okay, ich muss zurück, Leute, ich muss zurück. Oh, ich muss zurück, das war ein guter Part eben. Also klar, Teil 2 ist geil. Am Anfang dachte ich, wird es jetzt wirklich ein bisschen anders als Teil 1, so vom Theme, ne? Wo ist es? Dann habe ich es in der Hook erkannt, dann dachte ich, okay, geil. Wir bauen. San Diego kommt hier rein, mit seinem Part, finde ich ultra stark. Ich finde es mega atmosphärisch, ich weiß nicht, ich kann es nicht anders beschreiben. Ich finde diesen Part von San Diego hier, oh, so krass. Und man merkt zum Vergleich 1, wie krass er irgendwie gereift ist über die Jahre. Weißt du, was ich meine? Also er hat so seine Skills, so seinen Stil, glaube ich, so gefunden. So dieses Ding, in dem er sich selbst sicher fühlt. So kommt es jedenfalls mir vor. Und das ist wirklich, Lukas, Gangboss im Nightlife. Alpha BBM ist wie die Taskforce, ne Einheit. Bang aus dem Phantom, Rise, Tech Shots bei Drive-Bys. Was hat dich da Alibis am Airport zu Grindtime? Von wie bei dem Catwalk in Mailand. Biffle in den Clan, Mord, Red Dots im Night Sky. Sie wie die Flashmobs, Molotov auf dem Polizei-Headquarter. Schmeißen unter Helm dort im Black Dot die Skyline. Penner, das ist NRBS. Okay, wir bauen, oder? Das Ding ist, es heißt der Rotlichtmassaker 2 so. Klar, es könnte jetzt theme-mäßig sein, ja, dass man sagt, man behält es so gleich. Jack, die Frage ist jetzt nur noch, kommt jetzt, also ich habe es eben gerade schon so gehört, wie schnell werden wir, ist nur die Frage, ja, wie schnell? Primetime, Bombi bei dem Catwalk in Mailand, Biffle in den Clan, Mord, Red Dots im Night Sky. Sie wie die Flashmobs, Molotov auf dem Polizei-Headquarter, schmeißen unter Helm dort im Black Dot die Skyline. Penner, das ist NRBS, dicker Stimme, Kaffee, sub die Laser auf der Bus wie bei einem Cameron Sci-Fi. Oder Fucker, starte den Kugellagel in deiner Gegend und danach ist nur noch mein Aventador bleifrei. Zur Begrüßung gibt's ein Headshot, kein High-Five. Renn vor der 1-1, ich ficke Hunde, die Bella wollen so wie Edward in Twilight. Boah. Gangster von der Westside. Kingdom, gib ihm Snitch, nicht Snitches, get Stitches. Slow the fast life. Bitch, ich fick dich, rip dich, business like biz. Okay, fuck, jetzt bin ich in der Hook drin. Es hat jetzt echt ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich completely absorbed. Ohne Witz, ich bin wirklich richtig drin. Man merkt so, CBA hat ein bisschen Damage hinterlassen in meinem Sprachjargon. Aber ey, ich habe eben gerade gefragt, wie schnell werden wir? Und Sunny einfach so hier auf dem Partner. Yep. Sie wie die Flashmobs, Molotov auf dem Polizei-Headquarter, schmeißen unter Helm dort im Black Dot die Skyline. Penner, das ist NRBS, dicker Stimme, Kaffee, sub die Laser auf der Bus wie bei einem Cameron Sci-Fi. Motherfucker, starte den Kugellagel in deiner Gegend und danach ist nur noch mein Aventador bleifrei. Zur Begrüßung gibt's ein Headshot, kein High-Five. Renn vor der 1-1, ich ficke Hunde, die Bella wollen so wie Edward in Twilight. Krass. Kingdom, gib ihm Snitch, nicht Snitches, get Stitches. Oh ja. Bitch, ich fick dich, rip dich, business like business. Großfamilien-Gang-Life. Motherfucker, Pause, aber zwei wird weg, wie die Schlampe dicht hinter der Stammbaumliste. Gang-Life, alles tot im Red-Life. Motherfucker, starte den Kugellagel in deiner Gegend und danach ist nur noch mein Aventador bleifrei. Bring mir den Boss deiner Clique, ey. Er rennt in Todesangst fort. Wait. Ich geb dem Oberhaupt Stiche, ey. Wie ein Rosenkranzdorn. Sorge für Rottweiler Bisse, ey. Pushe den Coca-Transport, yeah. Ich habe Motive im Red Light, wie im Fotolabor, yeah. Gangs am Block, Magnum Shots. Diego landet Treffer, Hand of God, Chinchilla, King Villa, Drip Killer wie Acid Rain, Heavyweights, Six Figures, Fick Finger fürs Rechtssystem. Oh. Also ich muss sagen, da haben sich zwei gefunden. Ich finde Sunny und Kollege, ey, was, ich weiß nicht, was ihr sagt, ist mir auch egal, was der Beef gemacht hat, so mit denen. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht, aber das ist auf jeden Fall richtig nice. Wie ein Rosenkranzdorn, Sorge für Rottweiler Bisse, pushe den Coca-Transport. Ich habe Motive im Red Light, wie im Fotolabor, Gangs am Block, Magnum Shots. Diego landet Treffer, Hand of God, Chinchilla, King Villa, Drip Killer wie Acid Rain, Heavyweights, Six Figures, Fick Finger fürs Rechtssystem. Gangster von der Westside, Kingdom, gib ihm Snitch, nicht Snitches, get Stitches. Slow the fast life, Bitch, ich fick dich, rip dich, business like business. Großfamilien-Gang.
Okay. Ja. Ich sag mal so, ne? Ist immer Geschmackssache, aber das war geil. Oh, holy moly. Ja, da haben wir übrigens, kleiner Teaser, auch hier, ne, wenn man es jetzt mal, ich will fairerweise alles ausspielen lassen hier. Oh, da habe ich auch noch was vor mir. Kleiner Teaser, ich habe noch was vor mir, Leute. Oh, boom, boom, boom. Das war auf jeden Fall Kollege und San Diego und ey, es war auf jeden Fall Banger, ne? Ich bin hier noch so im Red Light, aber ich bin wirklich flashy. Andi kann nichts mehr sagen. Ich bin wirklich, wow. Also ich muss da ganz ehrlich sagen, was gefällt dir jetzt besser? Du fragst diese, oh, und Andi, eins oder zwei. Ich fand, beides ist nice. Du hast auf dem einen, hast du, glaube ich, ein bisschen mehr Speed. Aber auf dem zweiten Teil habe ich mehr Atmosphäre und mehr, weißt du? Bisschen, das Ganze ist smoother, ein bisschen ausgeglichener, ein bisschen... Mit einer, wie soll ich sagen, Finesse, ja. Richtig cool. Also gefällt mir richtig gut beides. Ich finde, beide Teile haben ihre Daseinsberechtigung, wenn du wirklich einen Kickdown haben willst. So Teil 1 auf jeden Fall mit den Parts, mit den Double-Time-Parts. Und Teil 2 ist aber, finde ich, die Hook stärker. Im Sinne von, fügt sich besser ins Gesamtbild ein. Aber wie gesagt, es sind beides Brecherdinger und ich bin super, super dankbar. Vielen, vielen lieben Dank. Es passt auch hier mit dem Rotlicht. Wir kriechen das hin, hier so meine blöden Finger. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Vielen Dank, dass ihr die Hütte mit mir abreißt. Das ist wirklich so eine Ehre, die ganzen Tracks mit euch dann nochmal durchzugehen und zu feiern und zu sagen so, hey, was fandest du cool, was findest du cool? Ich finde es auch geil, einfach in so viele Geschmacksrichtungen, wollte ich schon sagen, Musikrichtung abzutauchen, beziehungsweise Sub-Untereinheiten so im Rap. Das ist wirklich cool. Also ich finde es wirklich mega. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Schreib mir doch mal in die Comments so, ob du Teil 1 oder Teil 2 besser findest und ob du Bock auf Teil 3 hast. Und ich weiß, ja, hier und da habe ich schon gesehen, Teil 3, aber ich meine jetzt offizielle Teile. Ja, offizielle Teile von den Artists. Ich bin mal gespannt. Meine Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Andi.